Arten von Brawl Stars YouTubern. Clash Games. Oh mein Gott, Freunde, im heutigen Video wollte ich ein riesiges Opening machen und ihr glaubt nicht, was dann passiert ist. So, okay, Gems sind schon mal aufgeladen, 380 und da haben wir schon mal ein richtig gutes Megabox-Angebot. Aber bevor wir jetzt reinstarten, muss ich gerade mal ganz dringend was vorbereiten. Ich muss ganz kurz nochmal weg. 2 Stunden später. Oh mein Gott, Freunde, ich habe gesehen, dass der Kevin, der ist gerade auf das Klo gegangen und jetzt kann ich die ganzen Juwelen ausgeben. Schaut mal hier, wir haben ein großes Megabox-Angebot, das können wir jetzt ausgeben. Okay, wir müssen jetzt ganz leise sein, Leute, dass Kevin das nicht mitbekommt. Oh, ein neuer Brawler, Griff. Ich hoffe, Kevin wird nicht sauer sein, wenn er das sieht. Aber wir müssen jetzt die ganzen Juwelen ausgeben. Wir ziehen einfach nichts. Es kann nicht wahr sein. Max, was machst du denn da? Wo sind meine ganzen Juwelen hin? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur Griff gezogen. Lumex. Und was geht ab, Leute? Und damit willkommen zurück auf meinem Kanal. Und oh mein Gott, Leute, im heutigen Video werden wir Brawl Stars einfach in einer unfassbar krassen Version spielen, was ich noch nie gesehen habe. Es ist unfassbar heftig. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Seht selber. Oh mein Gott, Leute, so würde Brawl Stars einfach im Jahr 2050 aussehen. Schaut es euch an, die Erde ist schon zerstört worden, nur noch Bibi ist übrig. Und wir haben natürlich auch einen Shop. Ihr seht schon, die Farben sind völlig anders, die Juwelen sind komplett rot. Alles ist gerade noch von der atomaren Zerstörung zurückgeblieben. Und auch die Angebote im Shop sehen total verrückt aus. Sowas habt ihr noch nicht gesehen, schaut es euch an. Wir kaufen uns jetzt einfach mal, Alter, hier, der Elite-Kämpfer Squeakskin, der ist gerade noch übrig geblieben. Der hat sich hier durchgesetzt im Kampf ums Überleben im Jahr 2050. Und oh mein Gott, die Megabox. Was ist da denn passiert? Das ist eine Ultra-Megabox. Das habe ich noch nie gesehen. Sowas kann nicht sein. Okay, wir kaufen einmal Megabox aus der Zukunft im Jahr 2050. Oh, was? Wie das aussieht. 5 Verbleibende. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Die Brawler sind gerade noch übrig geblieben. Ich fasse es nicht. Dazu können wir auch hier direkt... Was können wir noch kaufen? Ein Spieler-Icon aus der Zukunft. Oh. Und oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Einfach ein Skin aus der Zukunft. GT Max. Das gibt es nicht. Und damit sind wir einfach wieder zurück im heutigen Brawl Stars. Denn so wird das Ganze natürlich heute aussehen. Lasst auf jeden Fall gerne einen Like da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr auch Brawl Stars in der Zukunft spielen wollt. Marvin vloggt. Oh mein Gott, Freunde, ich habe einfach 9 verbleibende Gegenstände gezogen. Das kann nicht sein. Oh mein Gott. Ich muss irgendwas Krasses machen. Ich muss jetzt meinen Stuhl wegwerfen. Okay, Freunde, der erste Brawler ist einfach mal Rico. Oh, Piper. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Das ist eine... Das kann nicht... Das, was? Ich hab einfach Crow gezogen. Was? Leon? Oh mein Gott, das, nein. Es ist kein Prank. Ich schwöre, es ist kein Prank. Leute, lasst unbedingt dafür einen Like da. Kauft den Voxer-Merch, das kann nicht sein. Nur Jonas. Hey Leute, im heutigen Video machen wir einfach ein unfassbar krasses 50.000 Gems Opening und werden alle Brawler freischalten. Deswegen würde ich sagen, das Ganze war natürlich ziemlich teuer, deswegen würde ich mich wie immer über jeden Support freuen und damit starten wir direkt rein in dieses etwas besonderere Video. 20.000 Gems, so immer kein legendärer Brawler. Das ist wirklich ärgerlich. Oh, ein neuer Brawler, okay, okay. Oh, der erste legendäre, den wollte ich sogar, richtig geil, oha. Oh, noch ein Brawler? Oh, lol, jetzt haben wir alle Legendären gezogen. Alter. Ey, da freue ich mich aber. Das ist cool. Hyra. What's up, guys? Hyra hier. We reached 80.000 Trophies in Brawl Stars. And that's my new account. Oh my God. Let's look at this. Oh my God. All Brawlers. Rank 35. Look at this. It's incredible. New World Record. Wow. Lukas Brawl Stars. Oh mein Gott, Freunde, das neue Update ist zu krass. Wir bekommen nicht nur extremst viele neue Skins, dazu ein völlig neues Gear-System, eine neue Box. Wir bekommen auch einen neuen Brawler. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Und oh mein Gott, Leute, das neue Update ist viel zu krass. Wir bekommen alle möglichen neuen Sachen, die ich euch heute schon in diesem Video zeigen kann. Und weil das Ganze nicht genug ist, werden wir natürlich auch mal wieder ein 50.000 Gems Opening machen. Heute ein bisschen kleiner. Und bevor das Video losgeht, wir haben natürlich wieder einen neuen der Nita Merch, der am 5. November um 14 Uhr rauskommt. Auf der Merch.de, ihr könnt auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Ja, das Krasse ist dieser Skin hier, Omega Boy. Oh mein Gott, Leute, wir sind jetzt hier auf einem völlig neuen Account und wie ihr seht, habe ich mich entschieden, 50.000 Gems sind doch ein bisschen zu wenig. 5.500 Euro haben wir jetzt, 100.000 Gems, ich denke, das sollte genug sein, um ein bisschen was zu ziehen. Okay, Leute, jetzt muss es einfach sein. 4 Verbleibende, nein, immer noch nichts, es ist immer noch nichts drin. Wir haben 3 Verbleibende, wir müssen jetzt was kriegen. Ja!
Oh Gott, das hat so lange gedauert. Ich fasse es nicht. Wir haben den ersten Legendären. Wir haben den ersten Legendären, Leute. Oh mein Gott, Leute. Das ist einfach unfassbar krank, was hier in diesem Video wieder passiert. Und das muss es sein. Und das muss es sein. Das muss es sein. Ja! Oh Gott. Das ist der Legendäre. Der Clickbaiter. Oh mein Gott, Leute. Im heutigen Video erreichen wir die 80.000 Trophäen in Brawl Stars und erreichen einen neuen Weltrekord. Hey Leute, was geht? Und damit willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, bin ich hier gerade noch auf einem anderen Account und wir wollen mal direkt ganz kurz in Brawl TV am besten reingehen und über den unfassbar neuen, krassen Brawl Stars Weltrekord reden. Und so habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, es gibt einen neuen Weltrekord in Brawl Stars. 80.000 Trophäen. Oh mein Gott, das ist unfassbar krank. Und zwar seht ihr es schon, 80.000 Trophäen. Das ist der neue Weltrekord in Brawl Stars. Ich kann es nicht glauben. Da ist der Account auf jeden Fall. Oh mein Gott, Leute. Ich kann es nicht fassen. Es ist unfassbar. Schaut es euch an. Das ist der neue Weltrekord. Das wird nie wieder erreicht werden. 80.000 Trophäen. Wie krank ist das denn bitte? Buki. In diesem Video muss ich mit umgekehrter Steuerung in Brawl Stars spielen und gewinnen. Und jedes Mal, wenn ich verliere, muss ich diesen vergammelten Apfel essen, der schon 3 Jahre alt ist. Schaut ihn euch an. Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Und im heutigen Video gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars. Und zwar sind wir jetzt hier in der Trainingshöhle und hier können wir jetzt einfach mal unsere Steuerung bearbeiten. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier drauf und dann drücken wir drauf und oh mein Gott, Leute, die Steuerung ist einfach umgedreht und damit müssen wir jetzt spielen jedes Mal. Wenn wir es nicht schaffen zu gewinnen, müssen wir in diesen alten, vergammelten Apfel reinbeißen, was wir natürlich nicht möchten. Und damit würde ich sagen, auf geht's in die erste Runde. Und als Brawler nehmen wir natürlich den besten Brawler im Spiel. Er kennt den Boxer, Leute. Der Boxer feiert seinen 3. Geburtstag und dazu gibt es jetzt den neuen Geburtstagsboxer. Ab dem 1.6. verfügbar, streng limitiert. Kauft ihn euch jetzt und ihr kriegt auch noch dazu einige krasse Rabatte. Das Ganze natürlich nur auf scheißboxer.shop. Ich sage euch, dieser Scheiß-Tick, verdammt nochmal, das kann nicht wahr sein. So eine Das ist so eklig, ich sag's euch. An der Stelle nochmal, wenn ihr mich supporten wollt, gebt auf jeden Fall gerne meinen Creator-Code Puki im Shop ein. Lasst gerne ein Abo da und denkt dran, der Merch kommt bald raus. Haut rein, bis zum nächsten Video und ja, ciao. Der Like-Battler. Und damit, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und oh mein Gott, heute werden wir eine unfassbare Challenge machen. Wir werden einfach alle Brawler ziehen, es wird unfassbar teuer werden und dafür würde ich sagen, für diese kranke Aktion, lasst jetzt schon mal unbedingt einen Like da, Leute, weil es einfach unfassbar krass ist. Aber ich würde erstmal sagen, ich zeige euch ganz kurz erstmal meinen Main-Account. Wir sehen 31.000 Trophäen, fast 40.000 habe ich schon mal erreicht. Alter, wie krank ist das denn bitte? Für diese Aktion würde ich sagen, lasst auf jeden Fall schon mal gerne einen Like da. Erst natürlich immer meinen Creator-Code eingeben. Creator-Code Jojonas und ich würde sagen, für diese Megabox-Angebot. Bevor wir das jetzt öffnen, müssen wir erstmal die 1000 Likes erreichen. Deswegen lasst auf jeden Fall für diese kranke Aktion ein Like da. Landi. Wie hau, meine lieben Freunde, und damit ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brawl Stars. Und zwar sehen wir schon im Hintergrund, wir werden einen weiteren Brawler Rang 35 pushen. Und zwar nicht nur einen, sondern direkt 2. Wir gehen rein und holen uns jetzt hier direkt den neuen Weltrekord. Oh, der Ash wird jetzt hier gefährlich für uns. Leute, Angst, den können wir weghalten. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, es ist der 4. Platz. Oh mein Gott, Freunde, aber wie ihr seht, hat es trotzdem noch für Rang 35 gereicht. Damit kommen wir direkt zum 2. Brawler. Oh mein Gott, let's go. Da haben wir Rang 35 erreicht. Okay, 50.000 Powerpunkte Solo-Modus-Belohnung kriegen wir hier einfordern. Nochmal ein Screenshot und damit werden wir es jetzt schaffen. Oh mein Gott, Leute, es ist vollbracht. Rang 35. Mit 2 Brawlern und 50.000 Starpunkte. Und da kommen die Starpunkte rein. 1 Million. Das war's zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war wirklich sehr aufwendig. Auch für meinen Cutter, das Ganze nachzustellen mit den verschiedenen YouTubern. Es ist übrigens alles abgesprochen. Ich habe allen YouTubern die Videos gezeigt und sie fanden es super. Deswegen nimmt das Ganze natürlich nicht zu ernst. Und wenn ihr eine weitere Folge sehen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da. Lasst Supporter. Ich kann auf jeden Fall gerne noch eine 2. Folge machen. Ist aber halt ziemlich aufwendig gewesen. Aber hat Spaß gemacht. Würde ich sagen, etwas anderes Video. Ich bin mal gespannt, wie es ankommen wird. Und ja. Haut rein, bis zum nächsten Video und wir sehen uns. Ciao.